Hallo und herzlich willkommen zum Starblazer TV mit eurem Lord Shelter von den Starblazern. Heute mal mit dem zweiten Teil zum Thema Powerplay. Beim letzten Mal hatte ich mich ja ganz zum Schluss von dem Video dem Edmund Mahone angeschlossen. Ich habe mich jetzt in den letzten 2 Tagen doch nochmal umentschieden und bin übergelaufen zur Eisling Duval. Hat einfach den Hintergrund, der Edmund Mahone war zwar am Expandieren, hat aber keine Kriegsgebiete. Die Eisling hat das im Moment zwar auch nicht, aber anhand der kann ich das besser erklären und ich würde sowieso ganz gerne noch ein paar Prismatikschilde kaufen und daher trifft das ganz gut. Gut. Wir fangen mal an mit der mit der Vorbereitung. Was ihr da machen könnt, beziehungsweise wie ihr dort mit der Vorbereitung Merits verdient. Ob ich jetzt in dieses Video noch die Expansion und auch die Kontrolle bzw. Verstärkung mit reinpacken kann, bin ich mir noch nicht so sicher, aber das werden wir sehen. Gut. Wir sehen unter den Top 9 Systemen, die für die Vorbereitung vorbereitet werden sollen, sehen wir als erstes die Konsolidierung. Die lasse ich jetzt mal außen vor und gehe deswegen auf HIP 1572. Das System können wir uns mal auf der Karte gleich anschauen. Erstmal, was müssen wir überhaupt machen, um das System vorzubereiten? Jetzt sehen wir da ein paar Informationen, um das System in der nächsten Runde Teil einer Expansion werden zu lassen, musst du es vorbereiten, erhöhe den Vorbereitungslevel, indem du die Vorbereitungsaktionen ausführst. Dann hast du noch eine herrschende Fraktion, eine Regierungsform, Macht im höchsten Beitrag, Bevölkerung und Industrie, mögliche Werte der HV, verdient pro Runde und Kosten HV. Und unten natürlich die Vorbereitungsaufgabe. Das ist das, was wir jetzt in unserem Fall, wenn wir für die Vorbereitung arbeiten möchten, was wir machen müssen. Da heißt es immer mal durchlesen, was überhaupt verlangt wird. Weil bei denen ist es jetzt zum Beispiel, wir müssen Eislings Medienmaterialien liefern. Bei denen auch. Gut, es kann durchaus sein, dass es bei der Eisling jetzt wirklich nur diese Medienmaterialien gibt. Scheint zumindest so der Fall zu sein. Sehen wir aber gleich, wenn wir auf die Machtkontakte gehen, da gibt es noch andere Sachen zu kaufen. Die sind aber, glaube ich, für die Kontrolle gedacht. Also immer mal schauen, was müssen wir überhaupt liefern. Gut, dann gehen wir mal auf die Karte. Das wäre das System jetzt, wo wir die Materialien hinliefern müssen. Und ja, im Prinzip von dem Hauptquartier entfernt, in dem bin ich jetzt zurzeit, das ist hier oben Kubio, ist es gerade mal 21,23 Lichtjahre, also nicht gerade weit weg. Die Expansionskosten betragen 91 HV. Dafür bekommen wir aber, wenn wir es einnehmen, im Umkreis 43 HV pro Woche. Der Unterhalt beträgt 84 HV pro Woche. Potenzieller Verlust wären 41 HV pro Woche. So, dann können wir uns auch gerne mal Systemmachtansicht, kommen wir halt wieder zurück. Ich meine jetzt eigentlich, wir können uns das System selbst mal anschauen. Da haben wir einen landebaren Planeten mit einer Station drauf, beziehungsweise mit zwei Stationen drauf und eine Station im Orbit. So, die legen wir uns schon mal als Routenziel fest. So, als nächstes Eislings Medienmaterialien müssen wir dorthin liefern. Also gehen wir erstmal aus dieser Machtansicht hier raus. Ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt schon in Kubio auf Medope City. Das ist die erste Station im Kubio-System angedockt. Welche Station ihr dort anfliegt, ist vollkommen egal. Die Eisling ist in jeder vertreten. Sternhafendienste aufrufen, Kontakte,
Machtkontakte. So, das hier wäre jetzt das, was wir brauchen. Ihr seht schon, ich habe jetzt nur eine Frachtkapazität von 8. Das ändere ich gleich noch schnell ab. Dann kann ich euch das noch ein bisschen schöner zeigen. Und ja, im Prinzip braucht ihr das jetzt für die Vorbereitung, egal in welchem System. Zudem ist auch noch gesagt, ihr müsst die jetzt nicht in Kubio einkaufen. Ihr könnt auch über die galaktische Karte. Gehe ich nochmal gerade drauf. Wenn ihr jetzt hier den Filter einstellt und habt hier Machtspiele ausgewählt, hier oben und dann die Macht, dann könnt ihr auch das Häkchen auf Kontrolle setzen. Und alles, was jetzt entweder grün, gelb oder orange leuchtet, beziehungsweise rot, sind Systeme der Eisling. Und überall dort könnt ihr diese Sachen kaufen. Ihr könntet jetzt theoretisch auch zum Beispiel hier nach Dolona, dieses System hier, fliegen und dort einkaufen, wenn ihr jetzt ein Schiff habt, was nicht ganz so, ja, nicht über die 20 Lichtjahre kommt mit Fracht. Und könntet die dann entsprechend hier in diesem HIP 1572 abliefern. Okay. Übersicht ist halt einfach nur, dann wird die komplette Machtbubble angezeigt. Also sprich, ihr habt lauter kleine Bubblen in der bewohnten Blase, also in dieser eigentlichen Bubble. Ist für mich eigentlich immer ziemlich unübersichtlich, deswegen nehme ich das eher selten. Expansion, dann zeigt man halt wirklich, werden nur die Systeme angezeigt, die versucht werden, durch eine Expansion zu erreichen. Und ja, wie gesagt, dann Kontrolle ist das, was ich eben erklärt habe. Da gibt es dann immer noch zwei Zusatzsymbole. System wird verstärkt oder System wird geschwächt. Gut, gehen wir wieder zurück. Wie eben erwähnt, gibt es jetzt hier natürlich auch noch was anderes einzukaufen, nämlich die Medienkampagnen bzw. Eislingsprogrammmaterialien. Die werden wiederum gebraucht für die Verstärkung. Das heißt, das hier brauchen wir jetzt nicht, sondern wir brauchen das hier, diese Medienmaterialien. Okay, ich rüste gerade mal hier in der Werft noch ein zusätzliches Frachtgestell aus. Einen Planetenfahrzeughangar kann ich ausbauen, den brauche ich jetzt hierfür nicht. Einfach mal den hier austauschen. Ich baue noch in den Dreier, baue ich auch noch ein Frachtgestell ein. Dann kann ich euch das schöner zeigen. Gut, gehen wir wieder auf die Machtkontakte. So, jetzt habe ich eine Frachtkapazität von 32. Diese Medienmaterialien verbrauchen halt Fracht. Wenn ich die jetzt abhole, sieht man hier, ich kann keine weiteren 10 Stück kaufen. Aber da steht was von Beschleunigung. Wie ich in dem ersten Video schon erklärt habe, bekommt man alle halbe Stunde entsprechend Materialien. Wenn man jetzt auf Stufe 1 ist, bekommen wir halt alle halbe Stunde nur 10 von diesen Kultur, ne, wie hießen sie, Propaganda, Eisling-Medienmaterialien, genau, 10 Stück davon bekommen wir pro halbe Stunde. Es ist natürlich so, wenn ihr jetzt bei einer Macht verbündet seid, gerade Eisling-Duval, Prisma-Schilde, die will man ja natürlich haben, und zwar so schnell wie möglich, dann kann man das Ganze auch beschleunigen. Und zwar für 100.000 Credits. Das muss man allerdings dazu sagen, wenn ihr jetzt mit einer Cutter zum Beispiel hier hinfliegt, weil ihr eure 700 Merits auf einmal verdienen möchtet, also mit nur einem einzigen Flug, müsst ihr das Ganze 70 Mal machen. Das heißt, ihr werdet mal gerade eben 7 Millionen Credits nur für die Beschleunigung los. Das müsst ihr beachten. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Dann sieht man, ich kann jetzt die nächsten 10 Stück kaufen. Und das könnte ich jetzt so lange machen, bis meine Fracht voll ist oder ich das erreicht habe, was ich möchte.
Gut, ich belasse es jetzt einfach mal bei den 20 und fliege dann mal in das System, wo wir die abgeben müssen. Ich mache jetzt an der Stelle mal einen Cut und sobald ich in der Station angekommen bin, zeige ich euch, dass das Ganze auch so funktioniert hat. So, da sind wir auch schon wieder. Ich dock dann jetzt gerade an dem Cannon Market an. Und dann schauen wir mal, wie wir unsere Merits hier oder unsere ersten gemachten Merits verdienen. Erst einmal, man sieht hier, ich bin Wertung 1, zurzeit noch 0 Verdienste bei der Eisling Duval. Ich habe jetzt natürlich 20 Einheiten abzugeben. Also gehen wir auch wieder auf Kontakte. Macht Kontakte. Dann haben wir hier unsere 20 Medienmaterialien. Die können wir jetzt alle komplett hier abgeben. Bestätigen. Jetzt steht hier schon, dass wir für diese 20 Medienmaterialien 20 Verdienste bekommen haben und 2000 Credits. Heißt, ich habe jetzt im Prinzip einen Verlust gemacht von 98.000 Credits, weil ich eben halt beschleunigt habe. Hätte ich jetzt eine halbe Stunde gewartet, dann hätte ich 2000 Credits plus gemacht. Wobei 2000 Credits plus zu machen, ist jetzt auch nicht wirklich das, ja, Gelbe vom Ei. Also wirklich Geld machen kann man damit jetzt nicht. Hier hätten wir jetzt auch nochmal ein Beispiel für einen sogenannten Konsolidierungspunkt. Ich habe jetzt keinen verfügbar, deswegen kann ich hier natürlich auch nicht für das System stimmen. Aber wenn ich jetzt auf Stufe 2 oder Stufe 3 wäre, dann könnte ich jetzt hier meine Stimme abgeben und könnte HIP 1572 zur Expansion nominieren. Ist allerdings, wie bei einer ganz normalen Abstimmung auch, nur das System, welches wirklich am meisten Punkte erreicht, das wird auch für eine Expansion genommen. Abhängig davon, wie viel HV zur Verfügung steht. Gut, dann kontrollieren wir das Ganze noch, ob wir die bekommen haben, die Wertung. Ja, haben wir. Damit wäre der erste Teil vom Merits verdienen schon erledigt. Dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns gerade noch schnell um, ja, mal schauen. Expansion. Mal schauen, was wir da machen müssen. Dieses System, um Expansionspläne zu unterstützen. Schaffen Sie Folgendes aus Systemen, in denen Eisling momentan Einfluss zu gewinnen versucht. Eislings abgeschlossene Verträge. Liefern Sie das Material in dieses System, um Ihre Expansionspläne zu unterstützen. Okay, das können wir sogar im Prinzip von hier aus machen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hin und kaufen uns hier wieder unsere Sachen ein. Die ist hier normalerweise, ne, die gibt es hier gar nicht zu kaufen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Und dann machen wir mit dem nächsten Thema erstmal weiter. Dann machen wir die Expansion später. Dann gehen wir erstmal jetzt auf die Kontrolle. So, da brauchen wir jetzt, wie gesagt, dieses Programmmaterialien. Dafür fliegen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Kubio. Holen uns die Materialien. Und dann können wir nach Lambda 1 Tukanae fliegen, um die dort abzugeben. So, dann fliegen wir zurück nach Kubio. So, da sind wir auch schon wieder in Midob City. In Kubio. So. Machen wir weiter mit der Kontrolle von der Eisling. Okay. Wir wollen jetzt erstmal
Lambda E1 Tucanae verstärken. Dazu müssen wir Eislings-Programmmaterialien in Cubio beschaffen. Diese bekommt man tatsächlich nur hier. So, ich schaue mal gerade, ob es hier noch was anderes gibt. Das ist alles nur Verstärkung. Nein. Also hier zurzeit ist es bei ihr jetzt so, wir können jetzt nur bei der Kontrolle verstärken. Das heißt, wir können nur diese Programme kaufen, diese Eislings-Programme und die in diese Systeme bringen. Das machen wir wieder über den Sternenhafendienst, Kontakte, Machtkontakte. Und dann kaufen wir dieses Mal hier unten die Verstärkung. So, davon kaufe ich jetzt nur 10 Stück. So, verlassen. Jetzt wieder auf die Macht. Kontrolle, Lambda E. Auf der Karte anzeigen. Das ist gerade mal 15 Lichtjahre entfernt, also das könnte man jetzt mit jedem x-beliebigen Schiff machen. Dort fliegen wir einfach auch wieder in eine der Stationen, in welche ist eigentlich egal. Ich nehme immer ganz gerne die, die zuerst vom Dropstern entfernt oder die dichteste am Dropstern, Entschuldigung. Und ja, wenn wir da angekommen sind, geht es weiter. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt sind wir im Ries Hub angekommen, in Lambda 1 Tucanae. Dort, um diese Programme abzugeben, auch einfach wieder unter Kontakte, Machtkontakte die Programme liefern. Und somit haben wir unser erstes System verstärkt. Gut, jetzt sind wir bei 30 angekommen. Bei 30 Merits oder Verdiensten. An dieser Stelle möchte ich dann hier dieses Video enden. In dem nächsten Video werde ich mich dann entsprechend um die Expansion und auch um ein paar andere Sachen, was das Powerplay angeht, kümmern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Fly safe und niemals ohne Rebuy. Ciao.